Wir sind startklar und warten alle drauf, dass es weitergeht. Wir wollen nach San Marino. Aber erst nach dem Intro. Aber Simba kriegt jetzt immer beim Start, kriegt sie noch ein Leckerli. Das war's. Und darauf wartet sie immer. Wir können los. Hat Blaulicht, aber es macht keiner frei. Verstehe ich nicht. Auch bei mir hat er ja wenigstens kurz das Horn angemacht. Konnte ich ihn ja hören. Jedenfalls schon wieder spannend aus. Tja, wir wollten eigentlich San Marino ankommen. Haben wir nicht geschafft. Wir sind leider hängen geblieben. Aber bei dem Frühstücksausblick, schaut mal hinter Bibi. Ist das nicht ein Wahnsinnsblick? Hammer, oder? Und jetzt frühstücken wir hier. Ja. Und da frühstücken wir alle mal. Jetzt sind wir erstmal wieder dran. Eine 17 Kilometer bis nach Rimini. Mhm. Wollen wir noch? Steht wollen wir da. Eben mal an den Strand? Schatzi, du bist doch am Meer. Guck. Das ist noch so weit weg. Du wolltest Meerblick. Hast du bekommen? Ich weiß nicht, was du meckerst. Ich muss mich immer mit weniger zufrieden geben. Stimmt gar nicht. Du hast mich. Será muy egoísta a ti desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah, yo soy como turista visitando el mar. Yeah, te veo con otro solo que no hacía. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa'l sexo. Ein bisschen windig hier, hä? Oha, kannst du mal nachmessen? Wird eng. Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que me ofrece lo que te he ofrecido. Yeah, Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetitivos. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa'
el sexo, yeah, lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como mico, yeah, estoy loco de tus besos, yeah, baby, por ti es que rezo, yeah. Die Gemeinde Verucha hat 10.000 Einwohner. Erste Ansiedlungen haben hier bereits 12 bis 900 vor Christi stattgefunden. Das ist richtig, richtig schön hier. Also es ist ein Hammer. Und diese kleinen Bergdörfer und vor allen Dingen, wir haben keine Saison. Das wir ist sind hier toll. Fast allein. Das wollten wir schon die ganze Zeit sagen. Ey, wir haben das so ein Glück, dass wir das jetzt alles bereisen können, nicht in der Hauptsaison. Und das mit gutem Wetter? Ja. 23 Grad haben wir angeblich. Das Einzige, wir werden fest gestochen ohne Ende. Ja, das stimmt. Wir müssen uns einsprühen von links und dann hier mit. Und das haben wir bis jetzt immer im Wohnmobil vermieden, weil dann nämlich Zimba kommt und das ableckt. Das machen und das wir riecht natürlich auch nicht so. Aber wenn wir unterwegs sind, dann sprühen wir uns ein, dass wir nicht so viel fest gestochen genau. werden. Vor allen Dingen, wenn sie da ist. Genau, das. Weiter? Weiter geht's. Heute ist hier Giro Italia. Ich kann fühlen, wie warm das Meer ist. Echt, da müssen wir hin. Zu kalt. Es ist viel zu kalt. Wenn ihr das riechen könntet, wie das hier riecht gerade. Wenn wir mal ältere Bananen haben, gibt es bei uns immer wieder ein Bananenbrot. Das Geheimnis ist, ich verstecke die Bananen. Damit es immer wieder welche gibt, das stimmt. Das essen wir lieber anstatt Kuchen. Also das ist unser... Ja, Kuchenersatz. Mm. Hat aber auch noch nicht geholfen. Und ich nehme keinen Zucker. Das stimmt. Aber erstes Mal, oder? Nein, schon öfters. Ja? Mhm. Was nimmst du als Ersatz? Ahornsirup. Mhm. Schmeckt auch sehr gut. Mhm. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Mhm. Da freut man sich schon. Mhm. Mein Mann ist voll der Spanner geworden. Ja. Das ist das erste Mal seit einem halben Jahr, dass wir das Fernglas mal benutzen wollen. Er will gucken, ob er Stringtangas sieht. Am Meer irgendwo da hinten. Er guckt ganz viele. Ja. Aber versprochen ist versprochen. Er hat mehr Blick. Ich habe einen Durchblick jetzt gerade. Heute mache ich mal ein Erfrischungsgetränk. Es ist so warm. Wir brauchen mal was anderes außer Wasser. Die Zutaten ist Limette, Melone, Eiswürfel und Sprite oder Zitronenlimo und ein Schluck Wasser. Aber da ich so eine große die Bowls habe und die sind echt gut, wenn ihr die noch nicht habt, wir haben die Verlinkung in unserem Video. Die verbrauchen sich, das ist Wahnsinn, da kannst du zwei, drei Getränke trinken und dann sind sie immer noch warm. So, dafür brauche ich aber kein Wasser, weil die sind ja echt groß. Mache ich immer unten rein. Dann habe ich einmal Melone, einmal püriert, kommt einmal hier rein, eine halbe Limette, vielleicht auch mal ausdrücken, wie ihr mögt. Und dann nur Zitronenlimonade. Deckel drauf. Und einen Moment ziehen lassen und das ist so lecker. Das mögen wir richtig. Und Zimmer möchte auch was sagen. Was möchtest du sagen? Möchtest du auch so ein Getränk? Hm? Und damit Prost! Hm. Ja, kann man trinken.
Und das Schöne ist eigentlich, wenn das wirklich beide gemacht ist, bereite ich das mal vor, stelle das in den Kühlschrank und man hat gleich wieder ein neues Getränk. Meistens mache ich die Limette da auch schon rein und püriere die. Selbst bei Anbruch der Dunkelheit ein gigantischer Blick bis nach Rimini. Der Ort ist bekannt für seine Bernsteinfunde, die hier reichhaltig vorhanden sind. Die Rocca Malatestia ist die besterhaltenste Burg der Malatestia und stammt aus dem 12. bis 16. Jahrhundert. An ihrem Fuß findet man ein Restaurant mit Blick übers Tal. Guten Morgen aus Viruccio. Hier sind wir jetzt heute den dritten Tag und genießen immer noch diese wahnsinnige Aussicht. Wir haben die Stadt mit den historischen Bauwerken inzwischen ja besichtigt, das habt ihr gesehen. Unsere Kleine ist erschöpft und heute ist eine Art Ruhetag. Na, Zimba, sollst du auch einen Pfingstknochen haben? Sollst du auch einen haben? Na komm. Guten Morgen, es geht weiter. Wir fahren wieder an die Küste. Wir brauchen wieder nahes Wasser. Und so bringt es uns heute in die Nähe von Rimini. Seid ihr gespannt? Genau. Und so machen wir uns dann auf die 22 Kilometer lange Strecke, allerdings mit einem Zwischenstopp für unsere Emma. Die erste Dusche bei diesem Boxenstopp gehört Emma. Zimmer beaufsichtigt das alles. Machst du das gut, Schatz? Ich habe echt Glück. Meine Frau liebt das Waschen von Autos. Dafür den Daumen hoch. Ja. Ach ja, jetzt wird sie noch abgetrocknet. Da ist das Wasser. Und hier geht's zum Städtler. Wir haben uns eingenistet. Alles aufgebaut und jetzt frühstücken wir um 1:30. Wir haben Hunger. Kirschkuchen. Der Tag endet mit einem fantastischen Sonnenuntergang. Oder wie seht ihr das? Der letzte Akt vom Schlafengehen. Ein Spielchen. Hier heute verliert. Welche Spiele spielt ihr dann immer? Wir spielen oft 11er, 10 Phasen oder Skippo. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja. Wer bitteschön braucht so ein Wetter? Ich frage mich eigentlich gerade, warum ich duschen gegangen bin. Naja, guck mal nach links, da haben wir einen Wasserfall. Guck nach rechts, da ist der Arbeiter. Ich habe gerade Video geschnitten. Wie macht ihr das denn mit der Markise? Wir haben die noch gar nicht so oft benutzt. Macht ihr die bei dem Regen eigentlich rein? Also, sie sammelt nichts. Es läuft alles auch rechts und links runter. Okay, wir wissen, dass wir sie jetzt trocknen müssen, wenn das wieder... aber macht ihr sie jetzt rein? Es ist kein Wind. Würde mich mal gerne mal interessieren. Okay. Ganz schön frech, der kleine Spatz. Dass sich Zimmer das einfach so gefallen lässt, das ist echt verwunderlich. Wir haben es uns trotz Wetter ein bisschen bequem gemacht. Aus es regnet.
immer noch, die ganze Zeit. Aber was macht man am wenigsten beim Regentag? Wäsche waschen? Ich mach das. Und für die Großen nehme ich eine Maschine und jetzt sind alle Maschinen frei. Wir wollten heute draußen kochen. Eigentlich wollten wir grillen. Nee, jetzt habe ich mich für den Omja entschieden, aber wir haben immer noch so einen Gasgrill, so einen einfachen dabei, den finde ich auch toll. Und wir wissen nie, wo wir ihn draufstellen sollen, also machen wir ihn auf den Grill. Und unten drunter ist ein Hähnchen, Schenkel, so kleine Keulen. Hähnchenkeulen, genau, keine Schenkel. Bin gespannt. Irgendwas möchte Zimmer. Sie hat zwar einen Knochen, vielleicht riechst du das Hähnchen, ja. Aber irgendwie. Oder ihr gefällt das mit der Markise nicht so. Die ist ein bisschen ängstlich, gell, Schatz? So ist fein. Ja, ja, jetzt beruhigt sie sich. Ja. Streicheleinheiten braucht sie. Streicheleinheiten. Ja. Und die Hähnchenkeulen waren wieder mal ein Genuss. Simba genießt es. Und wir spielen noch was. Der Regen hat langsam ein bisschen aufgehört, Gott sei Dank. Sieht man noch irgendwas? Nee. Feuchtigkeit. Spieleabend mit Bibi. Und heute zu unser Energiebewusstsein ein Dankeschön an Peter. Der hat uns nämlich diese schöne Lampe überlassen, die man einfach so versenken kann. Und man zieht sie einfach raus und dann leuchtet sie. Und sie hat hier oben Solar. Das heißt, wenn wir sie in die Sonne stellen, dann lädt sie sich auf. Und wenn wir keine Sonne haben, dann hat das Ding hier unten eine Kurbel. Und dann kann man sie hier mit laden. Ist das nicht genial? Aber damit ist das noch nicht alles. Wir haben nämlich hier auch noch eine Taschenlampe. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die angeht, wäre das natürlich super. Ach da. Tschüpp. Also, rundum ein super Paket. Vielen Dank, Peter, für dieses tolle Gimmick. Und USB ist sie trotzdem auch noch. Ach ja, könnte man auch am Strom laden. Braucht man nicht. Braucht man alles so. Haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Ein Danke. Daumen hoch für so eine Lampe. Ja, damit erstmal guten Morgen. Mein Tag beginnt eben jetzt um 7:45. Heute Nacht hatte leider Simba, ging es nicht so gut, die hat sich übergeben. Daher waren alle ein bisschen in Aufregung heute Morgen. Und deshalb musste ich jetzt auch gerade eben erstmal diese Bezüge waschen und in die Waschmaschine tun. Ja, meine Damen schlafen noch und erholen sich logischerweise. Und ich gehe an den Strand, genieße den Morgen,
mit ein bisschen Entspannung und Baden. So, ich genieße immer ganz gerne die Ruhe hier am Strand. Das gibt mir schon mal gleich morgens den richtigen Kick. Ne, das kalte Wasser und ein bisschen Entspannung, dann passt's. Será muy egoísta a ti desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah, yo soy como turista visitando el mar. Yeah, estoy con otro solo que no hacía. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, estoy loco de tus besos. Yeah, baby, por ti es que rezo. Yeah, no sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final soy como tú, y ahí te tiene como yo, yo. So, wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, wir kamen nicht nach San Marino an. Nein. Wir sind einfach über die Straße gefahren, haben rechts und links hochgeguckt und haben plötzlich Verrucchio gesehen. Also vorher wussten wir gar nicht, was das war, aber wir haben den hatten wir gar nicht auf dem Plan gehabt. Nee. Ja. Wir haben bloß kurz nachgesehen und dann haben wir gesehen, oh, da haben einen kostenlosen Stellplatz und das sieht so gut aus, da fahren wir mal schnell hin. Ja, ja, und das haben wir dann auch wahrgenommen. Also San Marino kommt, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt nee. Wollen wir erstmal den Strand genießen. Das, genau, jetzt haben wir ja erstmal den Strand und da bleiben wir noch ein bisschen und dann fahren wir nach San Marino. Kommt, ihr könnt euch drauf verlassen. Wir sind, und das habt ihr jetzt gleich festgestellt, jetzt gerade aktuell. Und unsere Videos sind immer etwas hinterher. Das ist normal, weil wir müssen natürlich immer auch ein klein bisschen vorproduzieren. Na, Schatzi, dir ist heißer. Ja. Heute ist es auch hier richtig, richtig warm. Genau. Aber sie will trotzdem auf dem Arm. Was wir gerne möchten, ist ein bisschen Aktualität in die ganzen Videos bringen. Und wir haben ja gerade wieder ein paar Kommentare gehabt. Das haben viele von euch gesehen. Und dazu würden wir auch ganz gerne einmal Stellung nehmen. Wir wollen das nicht verteidigen. Wir finden die Kommentare super. Bloß nicht nachlassen, auch mit Kritik. Bitte, da sind wir echt, ich sag mal, das nehmen wir uns an. Das gucken wir uns auch an. Und natürlich wir haben wir... Wir wollen es ja verbessern. Also wir sind auch für Kritiken wirklich offen. Wir würden ja wirklich schönere Videos. Also brauchen wir auch Kritiken, um bessere Videos. Oder? Ja, genau so ist das. Wir müssen natürlich aber auch ein paar Dinge mal so ein bisschen klarstellen. Also wenn wir so eine Aufnahme machen, wie wir sie jetzt gerade hier haben. Auf den Tisch. Ihr wisst ja. Sie darf. Nicht. Ohne Decke. Ich immer mal das Ding dahin. Das wissen sie noch gar nicht. Ach so, das wissen sie noch gar nicht. Das kommt erst noch. Wir müssen jetzt einmal... Ja, das ist jetzt doof. Das ist richtig doof. Aber das ist jetzt aktuell. Also pass auf. Wir haben euch schon was erzählt, was gefilmt. Eigentlich erst noch kommt. Genau, das kommt im nächsten Video. Also egal, Zimmer darf bei uns... Auf den Tisch. Auf den Tisch. Das ist für uns das Wohnzimmer, das ist unsere Couch und sie darf auf den Tisch. So, was ihr jetzt dagegen sagt, das ist... Dürft ihr die Kommentare schreiben. Dürft ihr gerne die Kommentare, wir beantworten sie gerne wieder. Der Hintergrund ist ganz einfach. Weil das unser Wohnzimmer ist und weil sie eben sehr die Nähe sucht und es einfach zu warm ist. Immer sie auf dem Arm zu halten. Haben wir gesagt, okay, komm, wir lassen sie auf dem Tisch. Wir sind ja die Einzigen, die hier essen und trinken. Und wir machen natürlich alles vorher wieder sauber. Und sie hat immer ihre Kühlmatte unten drunter. Also es liegt immer was unten drunter. Genau. Oder halt eine andere Decke oder sowas. Aber sonst wird es ja einfach zu heiß. Ja. Ja? Gut, aber das Thema, das schneiden wir dann das nächste Mal an. Dieses Mal wollen wir bitte einmal zu den Kommentaren ein bisschen was sagen. Ihr seht jetzt gerade eine Aufnahme, die ist ungeschnitten. Und die machen wir eigentlich auch immer ganz gerne, weil sie uns eigentlich am wenigsten Arbeit macht. Hier kommen wir auch am authentischsten rüber.
Hier können wir nichts verschönen, hier können wir auch nichts verändern. Aber was man auch nicht vergessen darf, wir reden in ein totes Gerät. Wir reden also nicht mit euch, ihr seid nicht da, wir können euch nicht direkt fragen, ihr könnt uns nicht direkt antworten. Das geht erst im Nachhinein. Und natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man mit einer toten Geschichte irgendwie sich unterhalten muss. Man muss sich ja vorstellen, dass da einer sitzt. Und in dem Fall hoffentlich viele. Ja. Und die Art und Weise, wie wir diese Videos drehen, ist von uns schon so gewollt, dass sie ein bisschen lockerer sind. So wir sind wir auch eigentlich, so. Ja. Ja, es ist halt immer so, dass wir manchmal, also wir machen, eigentlich fallen den ganzen Tag über auch irgendwelche Sprüche, die wir aber nicht filmen, weil wir auch gar keine Kamera dabei haben. Aber wenn es dann einen guten gibt, dann seien wir auch ganz ehrlich, das zeigen wir dann auch nochmal. Das ist selten, aber dann wollen wir den eben nochmal überbringen. Dann kann das natürlich sein, dass das vielleicht gestellt ist. Aber in dem Video selber, wenn wir da spontan irgendwas sagen, dann haben wir es tatsächlich so aufgenommen und dann geben wir es auch so weiter. Natürlich ist bei uns nicht alles Liebe, Freude, Eierkuchen. Ja. Das ist ganz normal. Aber, und das möchten wir einmal hervorheben, wir haben mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Seit wir unterwegs sind. Als in der Zeit, wo wir noch in der Tretmühle waren und ein Haus hatten und Verantwortung hatten und uns um die Dinge des täglichen Alltags kümmern mussten. Dies haben wir nicht mehr. Nee. Und das hilft natürlich ungemein. Natürlich sind wir hier auf engstem Raum und natürlich kann es auch mal hier. Und ein paar Reibungs Punkte geben. Ja. Ne? Aber das ist wirklich so selten. Ja, also das, ihr kennt das doch selber. Ansonsten lasse ich ihn Brötchen holen laufen. Auch wenn da kein Bäcker ist. Ey, jetzt hör mal auf. Nein, das wir war auch wieder Spaß. Nicht stillen. Nein, das war wieder Spaß. Mann, so sind wir. Nein, ich verhaut wird hier nach der Kamera, aber nicht in der Kamera. Nein, ich glaube, ihr habt einfach auch. Wir wollen ja nicht Negatives darstellen, wir wollen euch ja unterhalten. Und in einer Unterhaltungssendung hat man selten irgendwie über Schwerpunkte wie Depressionen oder so gesprochen, es sei denn, das ist eine Talkshow. Ja? Und deshalb, wir wollen euch unterhalten und das ist für uns wichtig. Und natürlich wollen wir euch auch von unseren Reisen erzählen und wollen und wie euch es auch uns zeigen, dabei geht, ja. Wo wir sind und wie es uns dabei geht. Und manchmal sind wir vielleicht nicht ganz so authentisch, wie ihr euch das vorstellt, aber meistens finden wir, geben wir es eigentlich so wieder, wie wir denken. Oder? Das denke ich eigentlich auch. Also eigentlich sind wir so. Guck, wirklich. Wir hätten das ja jetzt ausschneiden können mit Simba und hätten das einfach mal totschweigen können. Das machen wir nicht. Also da muss schon ein grober Schnitzer irgendwie, ich sag jetzt mal, ich wüsste nicht mal, dass wir haben ja schon mal einen groben Schnitzer drin gehabt, wo wir gesagt haben, das schneiden wir raus. Also ich kam gerade von der Dusche. Das wollt ihr nicht sehen. Das ist klar. Oder nein, das war jetzt Spaß wieder. Genau. Also wir haben natürlich auch schon mal eine Kamera laufen und dann kommt es zu irgendwelchen kleinen Pannen. Pannen spielen wir eigentlich immer ganz gerne mal ein. Haben wir sind am Anfang wir gemacht. Die Größten. Genau. Pannen haben wir also ganz viele. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir 30 Minuten Video haben, dann können wir 15 Minuten davon wegschmeißen. Minimum. Meistens ja, mehr. Meistens ja. Mehr. Weil es einfach erstens nicht zueinander passt oder weil man was gesehen hat, wo man meint, das sieht gut aus. Und in Wirklichkeit, ich habe das jetzt gerade in diesem aktuellen Video gesehen, da hatte ich eine Szene, da wollte ich so eine Gasse runterfilmen, habe ich auch gemacht. Und Bibi hat sie rausgeschmissen, weil sie sich schon zusammengeschnitten hatte. Und ich habe mich gefragt, warum hat sie sie rausgeschmissen? Und da gucke ich genau hin und dann stehen da zwei Sicherungskästen, die sind grau da drin. Und dann ist da ein Fallrohr, so ein Abwasserrohr und das sieht dann... Das sieht einfach scheiße aus. Entschuldigung. Und natürlich nimmt man das dann raus. Weil das ist nicht das Schöne. Aber jede Ortschaft hat was Schönes. Und wir versuchen euch, die Schönheit dieser Natur nahe zu bringen und auch der Orte. Weil wir finden, und das war eigentlich der Ursprung unserer ganzen Reise auch, dass wir wieder ein Auge für die Schönheit der Sachen haben, die uns umgeben. Und jede Ecke hat was Schönes. Selbst da, wo wir jetzt gerade stehen. Das stimmt. Ihr dürft natürlich dazu eure Meinung schreiben.
Evi, vielen Dank, dass du uns beigesprungen bist, aber es soll ruhig ein offener Dialog stattfinden. Nur bitte eins, fahrt euch nicht in die Karre, das ist nicht notwendig. Wir verteidigen uns dann schon oder wir sagen dann schon, solange es oberhalb der Gürtellinie ist. Wenn es unterhalb der Gürtellinie dann ist, könnt ihr mitmachen. Reagieren wir gar nicht. Ja, dann machen wir überhaupt nichts, Nein. Dann antworten wir nicht und dann ist uns das auch egal, weil unterhalb der Gürtellinie sind wir. Aber das hatten wir eigentlich noch nicht. Nee. Nein. Also meistens antworten wir freundlich auch auf Grenzwertigkeiten. Und wenn das dann eben sein soll, dann wird derjenige schon von alleine sagen, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf oder so. Tja, Leute, das war's. Wir wollten das einmal aktuell zu dieser Stunde zugute tun, weil wir haben nämlich auch tatsächlich in diesem Video eine Panne. Wir haben gar keine Absage. Ups, und die voll vergessen. Also, wir sind nächstes Mal noch am Strand und wir überlegen uns, ob wir dann schon nach San Marino fahren. San Marino, genau. Aber ich glaube, das wird da noch nichts. Das wird dann erst eine Woche später. Und ihr könnt schon mal was, also ihr könnt schon mal was wissen. Mein Sohn hat sich wieder angemeldet. Also eher gesagt, unser Sohn, er hat auch was damit beigetragen. Unser Sohn hat sich mal wieder nochmal, dem hat das so gut gefallen, er kommt nochmal eine Woche. Aber das dauert noch ein bisschen. Deshalb haben wir auch ein klein bisschen vorgearbeitet dieses Mal, weil wir sagen, so, wenn er da ist, wollen wir auch ein bisschen Zeit haben. Wir filmen natürlich auch mit ihm, ganz klar. Aber die kommen dann eben erst in 3 Wochen. Ja. Ja, damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Auf dass ihr uns noch lange treu bleibt. Erzählt es gerne weiter, wenn ihr uns gut findet. Wir würden uns freuen. Übrigens, der Algorithmus von YouTube, glaube ich, hat nichts mit unserem Spaß zu tun, sondern der hat eher was damit zu tun, dass wir vielleicht auch handwerkliche Fehler machen, was die Thumbnails betrifft oder die Titel betrifft. Da sind wir immer noch am Experimentieren. Wer gute Tipps für uns hat, gerne immer. Ne? Ihr wisst, wir können alles brauchen. Wir sind froh über die, ja, über den Dialog mit euch. Und wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Das nächste Video kommt wieder sonntags. Im Moment haben wir wirklich gar keine Zeit, ein Mittwochsvideo. Aber da haben wir uns echt übernommen. Das haben wir 2-mal gemacht und dann haben wir festgestellt, jetzt bleibt kaum noch Zeit für irgendwas. In der Zeit, wo wir das so hatten mit dem Mittwochsvideo, war auch echt immer schlechtes Wetter. Das ist im Moment nicht. Und jetzt haben wir wirklich viele Ausflüge und Strandtage und Fahrradtüre. Und ja, also es gibt immer ein Sonntagsvideo jetzt erstmal wieder. Genau. Wir versuchen das ordentlich zu machen, was wir gerade machen. Genau. Also bis dann, nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt. Bibi und Rüdi. Wir haben einen Traum mit Zimmer. Ciao. Irgendwo ist sie. Arrivederci. Tschüss. Bye bye. Du bist nicht Kamera.